Linda Zervakis und Matthias Oppenhövel, die sind heute bei mir. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Euer Applaus. Du bist das Denkmal. Ja, für Denkmäler muss man in der Regel nicht mehr applaudieren. Noch. Noch, ja. Aber ich finde es vor allen Dingen gut. Uns tut ja hier, wir waren ja bei ProSieben, muss man sagen, ein bisschen unterbesetzt, was so intelligente Inhalte angeht. Ja? Wie fühlt ihr euch damit, dann doch schon hier eine neue Seite aufzuschlagen im Sender? Ja, so ein bisschen unter Druck, deswegen habe ich mich heute ja auch als Sängerin verkleidet, so ein bisschen. Ja, sehr gut, oder ja, genau, das, ne? Das ist eine richtige, also, Rockerjacke. Ich musste ja auch eben sehr lachen, weil Phil das gesagt hat, das mit der tiefen Stimme, mhm, ist bei mir auch so. Ich kann nämlich auch überhaupt nicht singen. So. Ja. Aber du, ja, machst das sehr gerne, habe ich gehört. Ja, from Sarah with love. Ja. So. Genau. Und ich weiß gar nicht, was du hast. Beeindruckend. Ja, die war ja jetzt auch gerade da. Und dann habe ich gedacht, mit der Sarah treffe ich mich noch mal. Mhm. Und ProSieben hat dieses zweite Talent auch in mir gesehen und hat gesagt, die brauchen wir. Die kann Show, mhm, und auch Intelligenz. Ja. Und da bin ich. Ja, das finde ich schön. So, Matthias. Sehr gut. Das wirft eine gewisse Erwartung. Jetzt zieh mal noch eine Slashjacke an und schon funktioniert. Das wirft eine gewisse Erwartung auf dich. Ja. Wie gehst du damit um? Und gibt es irgendwelche Dinge, die du tatsächlich noch jetzt mitbekommen hast, die aus den Arbeitsabläufen der altehrwürdigen Tagesschau, die ja Linda lange moderiert hat, was hast du da so mitbekommen schon? Einfach diese Fokussierung auf eine Viertelstunde. Ja. Ja, ich muss dir immer beibringen, dass irgendwie nach dem Wetter es dann leider weitergeht. Aber das kriegen wir ganz gut hin. Also 2 Stunden ist schon eine Strecke. Ja. Aber wie du gesagt hast, das Gute ist ja, dass wir wirklich mal die Themen mal so ein bisschen breiter besprechen können. Dass man einfach so eine Gesprächsrunde dann 8 bis 12 Minuten geht. Dass so ein, mhm, Film einfach mal 10 Minuten geht. Und da hat man natürlich wirklich Möglichkeiten, sich so ein bisschen intensiver mit einem Thema zu beschäftigen. Jetzt arbeitet ihr zusammen, ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Doppelmoderation. wie kam das zusammen? Warum genau ihr zwei? Ja, es gibt eine kleine Vorgeschichte, die mir auch ein bisschen peinlich ist. Eigentlich müsste sie dir peinlich sein, weil du hast die Sendung moderiert. Ja, ich wurde verpflichtet, aber du bist freiwillig gekommen. Ja. Es gab den legendären ARD-Star-Biathlon mal vor einigen Jahren. Was ist das? Ja. Das fragst du zu Recht an dieser Stelle. Da kamen Menschen zusammen und sind Biathlon-mäßig unterwegs gewesen. Also schießen und weglaufen. So. Trinken, singen, ja, schießen. Ja. Genau. So, und ich bin gerade neu angefangen bei der Tagesschau und dachte, da muss man hin, ja, weil Kai Pflaume war da auch schon mal bestimmt. Das so, Problem, ne, kenne ich. Ja. Und er war der Schnellste von, natürlich, allen. Was für eine Überraschung. Ja. Und ich will in die Fußstapfen von Kai Pflaume treten, zumindest auf dem Schnee. Und du warst da und hast dir nicht wehgetan, nee, obwohl es spektakulär aussah? Genau, ich war. Wir hatten früher in der Schule eine Skilanglauf-AG, ja, so, weil ich in die Fußstapfen von Costa Cordalis treten wollte. Wer als hat Ding. Das der nicht? War ja auch Skilangläufer. Absolut. Und ich war da tatsächlich Letzte, weil ich im Bayerischen Wald unterwegs war und bin einen vereisten Berg mitten im Rennen hochgefahren. Und als ich fast oben war, komplett runtergerutscht. Rückwärts runter die Costa Cordalis Loipe. Genau, so. Und dachte, dieses Trauma muss ich bewältigen. Und dann habe ich beim ARD Star Biathlon mitgemacht und habe eine ähnliche Figur abgegeben wie damals in der Schule. Du hast das Trauma bestätigt, ehrlich gesagt. Und das war aber sehr lustig. Und wir haben uns gut verstanden, ja, vorher, während der Sendung, nachher. Und ich habe immer gesagt, Linda ist doch zu schade für eine Viertelstunde. Also die muss doch was machen. Wenn ihr sagt, ja, das ist gut, aber warum redet der andere da andauernd? Dann guckt doch ihre eigene Sendung. Läuft nämlich jeden Montag um 7:45. Zervakis und Oppenhövel live heißt das Ganze. Und ja, wenn ihr sonst nichts mitkriegt vom Leben, braucht ihr nicht. Guckt euch diese Show an, da wisst ihr, was ungefähr wichtig war in der Woche und so, was vielleicht noch wichtig werden wird. Denn da gibt es Themen in ausreichendem Umfang besprochen. Und man, ja, kriegt dann eine Menge mit über die Welt, in der wir leben. Und dafür, ja, erstmal herzlichen Dank. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Auf geht's.